brutal, mächtig, majestätisch. Der größte Eisstrom der Alpen auf fast 4000 Metern Höhe, der Aletsch-Gletscher. Unser Start zu einer Reise in das Herz der Schweiz beginnt in Interlaken. Hier geht es erst einmal gemächlich los, vorbei an idyllischen Seen. Doch schon bald sind wir im Wallis, in dem Teil der Alpen mit den meisten Viertausendern und dem längsten Gletscher der Alpen, dem Aletsch-Gletscher. Den Aufstieg bewältigen wir aber zunächst mit der Jungfraubahn. Wir begleiten Andrea Mangisch und Marco Pollinger bei ihrem komfortablen Start zu einem echten Bergabenteuer. Bequem bringt sie der Zug erst einmal in Sichtweite der berühmten drei: Eiger, Mönch und Jungfrau. Die Zahnradbahn von der kleinen Scheidegg zum Jungfraujoch, ein Pionierwerk unter den Bergbahnen. Und heute ein Anziehungspunkt für Besucher aus aller Welt. Entsprechend international ist auch die Begrüßung. Grüß euch miteinander. Die Jungfraubahn heißt Sie auf der Fahrt zum Jungfraujoch. Willkommen. Hello everybody. The Jungfrau Railway welcomes you on board for this journey to the Jungfraujoch. 各位旅客好，欢迎您搭乘少女峰铁道线，前往少女峰。Langsam schiebt sich die Zahnradbahn 7 Kilometer durch den Tunnel, hinauf auf 3454 Meter. Die höchstgelegene Haltestelle Europas, der Bahnhof Jungfraujoch. Daher auch der Name Top of Europe. Hier treffen Andrea und Marco einen Angestellten der Jungfraubahnen, Sepp Erni. Willkommen, Jungfraujoch, 3454 Meter über Meer. Wir befinden uns in der Bahnhofhalle, Gleis 3. Das ist der leuchtende Punkt hier auf dieser Tafel. Ist eine schematische Darstellung über die ganze Infrastruktur. Wichtig ist, alles, was Zentralgebäude, Bahnhof, Restaurant ist, hat rote Wegweiser. Eispalast, Plattform blau. Auf der gegenüberliegenden Seite, also Richtung Osten, ist gelb, was Sphinx, Aussichtsplattform ist, der Ausgang zum Jungfraufern und von hier zur Mönchsjoch-Hütte auf der Seite Mönch. Letztes Jahr hatten wir 651.000 Besucher. Das Maximum vor zwei Jahren lag bei 700.000 Besuchern. An manchen Tagen kommen dann bis zu 4000 Menschen auf das Jungfraujoch. Für die meisten bedeutet das ein obligatorisches Foto, ein bisschen Bergluft schnuppern, dann wieder zurück. Und selbst dieser kurze Augenblick hinterlässt ein ganz besonderes Gefühl. Dem Himmel nahe, mit den Gipfeln auf Augenhöhe genießt man den einzigartigen Ausblick vom Jungfraujoch hinunter zum Gletscherstrom. Hier oben befindet sich auch die Hauptwetterscheide Europas mit Rekordwindgeschwindigkeiten und Durchschnittstemperaturen von minus 7,9 Grad. Auch frostig, aber immerhin windstill, die Unterwelt des Gletschers. Im sogenannten Eispalast tauchen Andrea und Marco ein in die Vergangenheit des Naturphänomens. Eine bizarre Eiswelt. Da möchte ich euch noch was zeigen. Die meisten Leute laufen hier vorbei und achten sich gar nicht. Gletscher und Eis ist eben nicht immer dasselbe.
Hier ist eine Sicht sehr klaren Eises. Vermutlich ist einmal sehr große Wärme entstanden und dann rasch gefroren. Deshalb hier sehr klares Eis. Man sieht hier eigentlich meterweit in den Gletscher rein. Von solch einem Ort schickt man gerne Grüße in alle Welt. Von Europas höchster Poststation. Thank you.